Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir ein bisschen Genshin Impact. Ich habe das Spiel schon ein bisschen gespielt. Ich bin jetzt Level 7 und ich finde das Spiel mega süß. Ich habe hier Noelle und Noelle kann man auch ziehen und ich werde kein Let's Play draus machen oder so. Ich werde es heute auf Twitch streamen. Ab 17 Uhr kommt sehr, sehr gerne vorbei. Wenn ihr gemeinsam mit mir ein bisschen... Wie süß ist sie denn bitte? Wenn ihr gemeinsam mit mir ein bisschen Genshin Impact spielen wollt. Was ich jetzt machen möchte ist, ich wollte mit euch gemeinsam einfach ein paar Packs ziehen. Denn, Moment, hier sind die Gebete. Man kann für Echtgeld... Oder auch für Spielgeld, also man muss sich das letztendlich erarbeiten, kann man hier Gebete ziehen. Und in diesen Gebeten sind Charaktere und Waffen. Und die Charaktere sind teilweise viel besser wie die Charaktere, die man so in der Story freispielen kann. Wie gesagt, die Noelle habe ich schon bekommen. Das Anfängergebet gibt es nur 20 Mal. Falls ihr selber das Spiel spielen wollt, Leute, das ist absolut kostenlos spielbar, sowohl am Handy als auch auf PC, als auch auf PlayStation, Xbox und bald auch auf der Switch. Wie gesagt, ihr könnt es vollkommen kostenlos runterladen. Ihr müsst keinen Cent in dieses Spiel investieren. Ihr könnt mit den Charakteren spielen, die ihr geschenkt bekommt. Ihr könnt versuchen, die Sachen hier, die man braucht, um die Gebete freizuschalten, selber zu farmen und dann könnt ihr letztendlich auch coole Charakter ziehen. Ich kann euch empfehlen, nehmt erst die 20 Anfängergebete und nehmt niemals ein einzelnes Gebet. Hier zum Beispiel bei der Ballade in Bechern ist es so, man kann auch ein Gebet nutzen, macht es niemals, nehmt immer 10 Gebete. Denn dann bekommt ihr mindestens ein Objekt mit 4 Sternen. Leider ist hier die Wahrscheinlichkeit von einem Charakter nicht immer gegeben. Wenn, die bekommt man tatsächlich auch extrem selten. Irgendwie die Chance ist eh bei irgendwie 0,6%. Wenn ihr aber sehr, sehr viele Doppelte gezogen habt, von, ich glaube, ab 4 Sterne Charakter ist es, dann bekommt ihr Venti mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit nach irgendwie 9 gleichen oder irgendwie sowas. Ich habe es jetzt leider nicht mehr 100-prozentig im Kopf. Wir sind aber hier heute da, um ein paar Gebete aufzumachen, weil ich finde es cool. Und ich dachte, ich mache einfach ein Video. Ich persönlich finde, es müssten mehr Leute spielen. Ich meine, wir haben, glaube ich, mittlerweile schon über 3 Millionen Spieler, aber es ist kostenlos. Ladet es euch runter, zockt es ein bisschen. Es ist letztendlich Zelda in Open World mit Freunden. Ihr könnt auch Raids und so später machen. Aber ich hätte gesagt, wir legen los mit dem Gebet für Anfänger. Wie gesagt, das kann ich nur noch einmal ziehen. 10 Gebete. Los geht's, Leute. Okay, wir brauchen 480 Urgestein, weil wir haben nicht genügend von den Schicksalen. Da sagen wir, okay. Oh, das sieht nicht gut aus, Leute. Oder. Wir haben auf jeden Fall einen 4 Sterne dabei. Das ist aber auf jeden Fall sicher. Eis des Scharfschützen. Eiserner Schatten. Bis jetzt war alles nix. Rabenbogen. Dämmerungsschwert. Drachenbezwinger. Steinschleuder. Hey, ach Gott, nee, Leute. Razor. Okay, Stufe 4. Also 4 Sterne Razor. Okay, das ist cool. Das ist cool. Why not? Ich möchte gerne Bedu haben. Das ist so eigentlich der einzige Charakter, den ich echt gerne hätte. Bedu, ich finde sie mega, mega cool. Das wäre mein absoluter Main-Character. Ansonsten, glaube ich, haben wir komplett reingeschissen. Das war, ich hätte gesagt, nix, weil es war ein 4-Sterne-Charakter garantiert, soviel ich mich erinnern kann, der eben auch nicht Noelle ist. Von daher, ja, war das okay, aber mehr definitiv auch nicht. Dann können wir definitiv noch eine Ballade in Bechern aufmachen. Venti ist einer der besten Charaktere im Spiel. Ich persönlich würde, wie gesagt, lieber Bedu haben als wie Venti. Die Chance ist extrem gering, dass wir Venti bekommen, denn er hat 5 Sterne. Er ist definitiv der beste Bade im Spiel. Ich weiß nicht, ob es einen besseren Spieler wie ihn im Moment gibt. Fischl wäre auch noch ganz cool, würde ich mich wahnsinnig freuen. Ansonsten, ich glaube, Barbara bekommt man irgendwann ja auch in der Story. Wir probieren jetzt einfach mal, so viele Gebete wie möglich noch zu öffnen, bis ich quasi keine Gebete mehr aufmachen kann. Ich bin definitiv nicht bereit. Wir machen es trotzdem, Leute. Let's go, let's go, let's go! Es ist auf jeden Fall was 4 Sterne. Ich weiß nicht was, Leute, aber es ist irgendwas 4 Sterne dabei. Jadekugel. Ich hoffe, dass wir einen Charakter bekommen. Das wäre so schade, wenn wir keinen Charakter bekommen. Oh Gott, Leute. Eis des Scharfschützen. Schlecht. Steinschleuder ist auch schlecht. Jadekugel wieder. Magieführer. Rabenbogen. Oh mein Gott! Fischl!
Gott, habe ich gerade noch gesagt, Leute, wenn ich nicht Bedu haben kann, dann möchte ich wenigstens Fischl. Und da ist sie. Da ist sie, Fischl, gezogen in meiner ersten Ballade für Venti. Okay, das war jetzt nicht ganz schlecht, Leute, oder? Dann gucken wir mal. Wir haben keine Gebete mehr. Wenn wir nochmal 10 aufmachen wollen, müssen wir 1600 Urgestein ausgeben. Das heißt, es ist automatisch auch meine letzte Ziehung. Das heißt, ich konnte nur 3-mal ziehen. Das ist mega traurig. Es ist richtig teuer, Leute. 1600 Urgestein. Aber ich hätte gesagt, los geht's. Das machen wir einfach so. Ich bin gespannt. Okay, es ist auf jeden Fall was 4 Sterne, nix 5 Sterne dabei. Wir gucken mal. Vielleicht ist es nochmal ein Charakter. Würde ich mega feiern, Leute. Bedu, bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte. Bedu ist auch ein 4 Sterne Charakter. Würde ich richtig, richtig feiern. Bis jetzt haben wir Glück. Es ist noch kein 4 Sterne Accessoire sozusagen dabei. Keine Waffe. Oh Gott. Ist die 4 Sterne? Ja, das ist die 4 Sterne. Okay. Wir haben eine Lanze in 4 Sterne bekommen. Das war ein absoluter... Miau, 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 hätte ich gesagt. Ach, schade, Leute. Ich hatte so gehofft, dass ich Bedu bekomme. Vermutlich muss man aber, weiß ich nicht, wie viel Euro investieren, dass wir Bedu bekommen. Da habe ich was Neues bekommen. Auch Leute, das Schwert ist auch neu. Das ist doch richtig cool. Das ist momentan mein Team. Sandy, das ist quasi der Hauptcharakter. Amber, Bennett und Noelle. Und Amber und Bennett sind jetzt nicht so krass. Deswegen möchte ich die beiden natürlich jetzt austauschen. Wir nehmen für die Amber Fischl. Behold, the Prinzessin der Verurteilung. Oha. Und für Bennett nehmen wir, ich hätte gesagt, Razor. Denn er sieht sehr, sehr cool aus. Ich möchte eigentlich auch Liza spielen, aber ich glaube, sie ist nicht so krass, Leute. Wir probieren einfach mal Razor. Der sieht richtig cool aus. Dann haben wir tatsächlich wieder einen Jungen. Und man soll ja immer... 2 von der gleichen Kategorie nutzen. Und ich hätte gesagt, das ist jetzt erstmal mein neues Team, mit dem wir heute ab 17 Uhr im Stream spielen. Kommt sehr, sehr gerne vorbei auf twitch.tv/nickroll. Der Link ist in der Videobeschreibung. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr schon ein paar Gebete aufgemacht habt und ob wir vielleicht im Stream noch ein paar aufmachen sollen. Ich überlege, ob ich vielleicht noch mal ein paar Mal mein Glück versuchen soll. Ich danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Vergesst nicht den Like, den Kommentar und das kostenlose Abo. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!